Ich muss nicht verstehen, warum sowas geht, oder? Es geht nicht. Meine Hand tut so weh. Maschallah. Also das Verfahren ist nicht gegen mich, keine Angst. Oh. Guten Morgen, YouTube. Wie geht's euch heute? Oh, mein Arm tut so weh. Oh Gott, was treibt ihr so? Lange Zeit, dass wir uns gehört haben, ne? Ah, was habe ich die letzten Tage so gemacht? Fragt ihr euch bestimmt, da ich so wenig Zeit hatte, Videos zu produzieren. Was safe nicht daran lag, dass es mal wieder geschneit hat in Deutschland. Er ist wirklich ernst gemeint. Der Grund war nicht der Regen und der Schnee, der in München herrschte, dass ich keine Videos aufgenommen habe, sondern ich hatte wirklich keine Zeit und keine Wege, es aufzunehmen. Ja, okay, keine Zeit ist eigentlich echt heftig gelogen, ne? Sagen wir, wie es war. Mein Bike war ein bisschen kaputt. Das Licht vorne war, ja, hat sich einfach gedacht, nö, wir machen Urlaub. Von daher durfte ich nicht mehr weiterfahren. Oder zumindest, ich bin nicht weitergefahren, weil ich halt nicht durfte. Und dann, bis das ankommt, die Glühbirne, bis man die auswechselt, muss ich mir Guides auf YouTube anschauen, wie ich die Glühbirne von meiner Kawa austausche. Und ich hatte die Entscheidung zwischen zwei Wegen. Den legalen Weg, würde ich sagen, oder was heißt legal, den anständigen Weg, welcher ewig lang gedauert hätte, weil dafür hätte ich die komplette Verkleidung abnehmen müssen, damit ich da vorne an die Scheinwerfer rankomme. Oder, und dafür habe ich mich entschieden, den Weg, der 5 Minuten dauerte, den man irgendwo vorne blind rumfummelt und einfach die Glühbirne rauszieht. Ich muss nicht verstehen, warum sowas geht, oder? Also ich könnte rein theoretisch, weiß ich jetzt, wie ich bei jeder 250er einfach die Glühbirne rausziehen kann. Was beängstigend ist. Aber ja, das war mit einer der Gründe, warum ich halt nichts aufgenommen habe, weil es hat, glaube ich, eine Woche gedauert, bis diese Glühbirne angekommen ist. Und als sie ausgewechselt hat, hat es dann angefangen zu regnen und alles. Aber jetzt immer wieder da! Für 4 Tage, bevor es wieder anfängt, eine Woche zu regnen. Wo ich mir auch denke, Digga, das Wetter, ohne Spaß, Mann. Das kann doch nicht sein. Wieso kann es hier einfach schön sein? Im Übrigen, Fahrschule hat sich bis heute noch nicht gemeldet. Digga, ich werde nie meinen Arschschein machen können, glaube ich. Meine Nase juckt. Jetzt juckt es hier nicht mehr. Schalt mir gerade ein, ich wollte eigentlich erzählen, was ich heute gemacht habe, weil es eine ziemlich neue Location war, von der ich da losgefahren bin. Nein, ich habe keine Chires geklärt. Ich habe dem guten Johnny beim Tragen einer Couch geholfen. Maschallah. Und Digga, diese Couch. Ich habe gesehen, wie groß sie war. Und ich dachte mir, Junge, das ist ja gar nichts. Sag mal so, mein rechter Arm tut weh. Und zwar echt brutal. Also ich kann, seht ihr das? Wenn es geht nicht. Ich kann die kleinen Finger nicht rein. Also, hui, hui, hui. So geht's. Aber so, ich kann mein Kleid ziehen. Jetzt ist mein Zeh, mein kleiner Finger. Ich kann meinen kleinen Finger nicht zurück. Es geht nicht. Meine Hand tut so weh. Aber nur meine rechte Hand. Also, weil jetzt geht's eigentlich wieder. Als wir das getragen haben, oder an sich, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Ballast drauf mache, tut's wirklich weh. Und Digga, das habe ich bei ihm gemerkt, als er auf der Couch gechillt hat. Digga, ich kann meinen kleinen Finger nicht zurückziehen. Was ist das, Mann? Also wie gesagt, in irgendeinem letzten Video habe ich gesagt, Sport ist Mord. Kann ich wieder nur bestätigen, Digga. Aber die Couch war brutal schwer. Also für die Größe, das ist eine Couch für 3, wenn man es kuschelig haben will, 4 Leute. Und es ist schon eine L-Couch und einen Teil des Ls kannst du halt abnehmen. Also das ist, die Couch so, wenn man sie so sieht, ist es halt wirklich nur eine Dreier-Couch. Bro, ich habe noch nie so eine schwere Dreier-Couch gehabt. Digga, es hat wehgetan. Und dann natürlich beste Location, sie abzuholen. 5. Stock ohne Aufzug. Danke dir, Bruder. Erdgeschoss, gibt's keine Couches, oder? Naja, das habe ich heute gemacht. Das ist so wirklich ein Erlebnis für mich eigentlich, dadurch, dass ich halt so viel nur zu Hause sitze. Schon so eine Kleinigkeit freut mich. Es war eigentlich ganz gefährlich, in der Kurve so viel Gas zu geben. Das habe ich einmal gemacht mit einer CBR 650F oder sowas. Da habe ich gespürt, wie hinten der Reifen weggerutscht ist. Zu meiner Verteidigung, der Reifen war aber auch komplett, Bruder, also an Dragslicks, kann man eigentlich sagen. Der hatte gar kein Profil mehr hinten drauf. Maschallah.
mal da rechts, Memo. Jetzt, wo ich hier vorbeifahre, erinnere ich mich noch, als ich den alten Schuh hier entsorgt habe, oder vielleicht entsorgt, ihn halt abgenommen habe. Da habe ich gesagt, ich muss den irgendwie gesondert wegbekommen, weil den kann man wahrscheinlich nicht einfach so wegschmeißen. Dreimal dürft ihr raten, wer den Schuh immer noch bei sich trägt. Digga, ich habe letztens mal meine YouTube-Zahlen durchgeschaut. Ich achte ja wirklich echt nicht viel drauf, okay? Natürlich, man sieht diese Zahlen immer, wenn man irgendwo in seinem Profil irgendwas macht, springt ihr direkt rein. So viel Klicks hast du, so viele Abonnenten hast du, aber ich habe es halt nie wirklich so heftig verfolgt. Digga, ich habe 65 Abonnenten, woher? Ich bin in die Winterpause mit wie viel gegangen? Mit 30 oder sowas? Jetzt habe ich 65. Geht's euch allen zu gut, Mann? Warum schaut ihr das? Ich hab nichts gemacht über ein halbes Jahr oder so und ich krieg 40 Abonnenten. Ich küsse natürlich euer Auge dafür, aber... Digga, warum? Es gibt einfach keinen Sinn. Boah, es gibt eigentlich eine Story, die würde ich euch so gerne erzählen, aber ich weiß nicht, wie das rechtlich aussieht. Das ist ein laufendes Verfahren, aber im Ausland. Darf ich da noch was drüber sagen oder nicht? Also erstmal nichts gegen mich, Digga. Also das Verfahren ist nicht gegen mich, keine Angst. Boah, ich müsste mich da echt informieren, Mann, ob man darüber irgendwas erzählen darf. Ich weiß, in Deutschland, wenn ich jetzt ein Verfahren am Hals hätte, dann dürfte ich da nichts drüber erzählen, oder? Auch wenn ich Opfer wäre? Ich glaube, nee. Ich glaube, sobald etwas vor Gericht ist oder sobald eine Anzeige für etwas erstattet wurde und das... Und die Ermittlungen laufen, darf ich nichts sagen. Aber mit dem Ausland müsste ich echt schauen, Mann. Weil das ist eine Story, Digga. Für heute machen wir Pause. Für heute machen wir Schluss. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich versuche diese Zeit hier noch... Mein Gott, Outro machen. Ja. Ganz ruhig. Hab vergessen, was ich sagen wollte. Ich versuche die Tage, die es jetzt noch schönes Videos aufzunehmen, damit ihr versorgt seid. Ha! Kriegt einen Strafzettel! Das war gerade Voice Correct, Digga. Ja, 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 der Sechser hat sich gedacht, wofür braucht man einen Fahrzeugschein? Parkschein. Ah, ich sollte Schluss machen. Ich laber schon so viel Unsinn. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Yalla, komm, hau rein.